Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausrüstungscheck-Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und heute geht es einmal mehr um das Thema Feuermachen. Es ist heute der 8. Jänner 2017 und ihr seht, es schneit. Der erste Schnee, richtige Schnee hier im Wienerwald für dieses Jahr, für diesen Winter. Und ja, ich musste einfach raus und habe mir gedacht, okay, das passt eigentlich. Es ist ziemlich kalt, es schneit. Also, was gibt es Besseres als wie Wasser heiß machen? Und genau das werde ich heute tun. Und heute geht es mir darum, eine weitere Möglichkeit zum Feuer entzünden vorzustellen, nämlich einen Feuerstahl. Und ich werde versuchen, damit meinen Trangia Mini, meinen Spirituskocher, zu entzünden. Genau, das ist das, was heute im Programm steht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich heute mit habe. So, was ich heute mit habe, ist einmal natürlich mein Trangia Mini, mein Spirituskocher. Ein Kochtopf, in dem ich nachher mein Wasser heiß mache, und der Feuerstahl. Den zeige ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. Das ist ein 5er-Pack. Das sind 5 so Magnesiumstahlstifte, die schöne Funken geben sollte, wenn man mit einem scharfkantigen Metallgegenstand drüber reibt. Werden wir uns dann alles anschauen, ob das funktioniert. Den Link zu diesem Feuerstahl gibt es natürlich wie immer unter dem Video. Ist auch wieder ein Amazon Affiliate Link. Und ja, wenn euch die Dinger gefallen und ihr das auch ausprobieren wollt, könnt ihr über den Link die gerne bestellen natürlich. Gut, ich werde jetzt mal alles soweit herrichten. Ich habe mir auch hier schon so ein bisschen einen kleinen Platz getreten. So eine kleine Mulde als Windschutz und dass ich nicht allzu nass werde. Ja, ich werde das jetzt mal alles soweit herrichten und hole euch dann einfach wieder dazu. So, dann haben wir hier also die 5 Stäbe. Ich werde das jetzt mal versuchen aufzumachen. Das mit einer Hand gelingt. So, offen. Dann nehmen wir uns da mal einen raus. Den Rest da zur Seite. Ja, und so schaut das also aus. So als Größenvergleich. Und ich werde jetzt probieren, mit meinem Messer die Oberfläche anzuschaben, damit die Oxidschicht weg ist, und dann versuchen, hier einige Funken zu erzeugen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. So, ich nehme mir dazu jetzt mal hier die Säge von meinem Messer. Und werde jetzt mal versuchen, mit der scharfen Kante hier hinten hier ein bisschen die Oberfläche anzukratzen. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. So, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie Funken rauskriegen. Ja, schaut schon mal nicht so schlecht aus. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob ich damit den Spirituskocher in Gang kriege oder nicht. Hallo Leute, da bin ich wieder. Das mit dem Trangia anzünden hat das erste Mal nicht so ganz funktioniert. Aber es ist jetzt mittlerweile ein bisschen 2 Wochen später, glaube ich. Wir haben heute den 27. Jänner und es ist heute etwas wärmer. Es hat so -4, -3 Grad in etwa. Ich habe den Trangia heute noch mit, nochmal, werde das heute nochmal probieren. Sollte es wieder nicht funktionieren, habe ich aber auch noch etwas Zundermaterial gesammelt und etwas Holz und werde dann schauen, ob ich vielleicht
einfach wieder ein ganz normales Feuer starte. Aber wie auch immer, ich werde auf jeden Fall versuchen, mit dem Feuerstil nochmal ein Feuer zu entzünden und ihr könnt dabei zuschauen. Okay, er brennt. Jawohl, hat zwar etwas gedauert aufgrund der kalten Temperaturen, aber ja, er brennt. Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Wasser aufsetzen. Ich lasse jetzt absichtlich mal den Kocher etwas den Topf anwärmen, damit ihr auch hört, dass der tatsächlich brennt. Ihr seht so viel Dampf. Also, ja, der Kocher brennt. Wunderbar, bin zufrieden, hat zwar etwas gedauert, bis tatsächlich einer der Funken dann auch den Kocher tatsächlich entzündet hat, aber okay, das macht nichts, wir können uns den Feuerstall auch noch kurz anschauen, also es fehlt hier nicht allzu viel, also ich glaube mit dem werde ich schon eine Zeit lang durchkommen und ich habe auch noch vier andere, dementsprechend ja, sollte es jetzt nicht so ein großes Problem werden. Ich werde jetzt mal das Wasser kochen lassen, damit ich dann was zum Trinken habe. Habe jetzt heute keinen Tee mit, sondern werde einfach nur nachher das warme Wasser trinken. Ja, und ich würde sagen, in dem Sinne, verabschiede ich mich schon mal und hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hänge euch dann vielleicht noch mal ein Video hinten dran zum Abschluss, wo ich dann noch mein Glutnest entzünde, meinen Zunder und ein kleines Feuer hier in dem Windschutz von Trangia noch mache. Einfach, dass ihr seht, dass man auch andere Materialien damit entzünden kann. Ich möchte mich aber an der Stelle schon mal verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal und würde mich über einen Daumen hoch auf das Video freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Affiliate-Link zu Amazon nutzen und die Feuerstelle natürlich auch dort kaufen. Auch das würde mich freuen, wenn ihr mich auf diese Art ein wenig unterstützt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.